Servus Leute, zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Hearthstone. Das letzte Mal mit dem Warrior ist es ja nicht so gut gelaufen. Mit 2-3 ausgeschieden? Naja, jetzt probiere ich mal wieder die Magierin. Gute alte Magierin. Ja, gegen den Jäger. Ich finde das in Arena nicht so gut. Werde ich auch mal ausprobieren. Aber erstmal, wenn wir die Magierin haben, warum nicht? Ja, das habe ich so gewollt. Oh, fängt schon mal sehr schön an. Ja, Azur Drake, Blizzard und Sonnenläuferin. Sunwalker und Blizzard sind beide sehr gute Karten, also great. Azur Drake ist aber immer gut, der ist top. Ja, was ist hier gut? Die Krabbe. Ja, die Krabbe. Okay, da hätte ich lieber einen Pyroblast oder sowas gehabt, aber naja. Was haben wir hier? Krabbe ist bad, Saucy Captain usually bad. Spellbender ist below average. Das ist alles Trash, aber das ist das wenigste Trash. So. Beuteramsterer, Verwandlung oder Kriegsgolem. Ja, dann nehmen wir mal einen Polymorph. Hier nehme ich den Amani-Berserker, weil er mit meiner Fähigkeit auch selbst getriggert werden kann. Also eine Kreatur ist auch nicht schlecht. Wow, nice. Feuerball oder Flammenstoß? Beides top. Ich nehme Flammenstoß. Frostblitz ist ziemlich gut, aber Erntegolem auch. Söldner der Venturecrow. Blutelfenklerikerin. Ja, sind beides gute Karten. Venturecrow Mercenary ist great. Blutelfen. Blood Elf Cleric. Oder wie heißt sie? Auf Englisch. Oh. Cleric. Ach, egal. Nehmen wir den Söldner, der ist immer great. Dunkelschuppenheilerin. Darkscale Healer, ja, die ist nicht schlecht. Generell, ja, okay, na, sie ist durchschnittlich. Brauche ich kleine Kreaturen? Eigentlich brauche ich die nicht. Wache von Silbermond ist auch nicht schlecht. 3-3 mit Gottesschild. Ich glaube, die nehme ich sogar, weil... Ich habe noch keine Vieren. Der Blaukrieger, der bringt mir nichts. Also da in dem Bereich habe ich meine Fähigkeit genauso gut, um anderes loszuwerden. Und die Dunkelschuppenheilerin, im Moment habe ich nicht viel, was zu heilen gibt. Okay, da nehme ich... das ist wieder... Gute Karten, alle drei. Wobei der, naja, situationell bedingt nicht schlecht ist. Der ist halt ein Dark Iron Dwarf für 1. Und halt Schwäche. Aber nicht schlecht. Gottesschild oder Feendrache. Da Scharlachrote. Scarlet Crusader ist great. Feendrache. Fairy Dragon ist good. Also gewertet ist die besser. Ich hätte auch zu der tendiert, die bringt mir mehr. Das sind 3 gute Karten. Wie sieht's denn mit meiner Mana-Kurve aus? Ich habe noch keine 6. Dann glaube ich, nehme ich dich sogar. Den Agentum-Kommandant. Mana-Wurm. Der ist möglich bei mir. So, was haben wir hier? Spiegelbild ist useless, finde ich. 8 Rüstung. Nett, aber kein großer Unterschied auf dem Board. Ich nehme die Elfenbogenschütze. So, was haben wir hier? Nachtklinge, Oasenschnappkiefer, Schreckenskorsar. Alles 3 Karten, die sind... Aber wenn ich noch ein paar Zauber bekomme, wie Feuerball oder Pyroblast vielleicht sogar, dann wäre der direkte 3 Schaden nicht schlecht. Das ist jetzt die Frage. Ist mir jetzt lieber 4-4 für 5 und 3 Schaden oder 3-3 mit Taunt, oder?
Ja, die Oasenschnappkiefer-Schildkröte ist auch nicht schlecht. Also, im Kontext hier. Generell sind alle drei schlecht, aber ja, was ist da am wenigsten schlecht? Spott habe ich auch noch keins bisher. Ich werde niemals eine Waffe haben mit meiner. Bei den Fünfern werde ich die Nachtklinge nicht nehmen. Es wird eine Vierer, also entweder die oder die. Ich glaube, ich nehme dich da. Die Chance, dass du mehr bewirkst, ist höher. Oder ein Gegner zumindest lästig. Ja. Ich brauche kleine Kreaturen. Gottesschild wäre zwar nicht schlecht, aber ich nehme diesmal das Flusskrokolisk. Oh. Oh, Kältekegel. Wie ist ein Kältekegel eigentlich? Cone of Cold, above average. Und silberne Hand, Ritter. Silverhand Knight is good. Den hätte ich jetzt auch bevorzugt. Eine gute Fünferkarte. Toben der Worgen. Perfekt. Kann ich selbst initiieren. Nochmal ein Mana Wurm. Dann hier. Puh. Nehme ich ein arkanes Geschoss. Hier. Den Berserker könnte ich selbst triggern. Aber ich nehme diesmal einen Frostblitz. Was haben wir hier? Panischer Godo. Wobei, Zauberschaden ist nicht schlecht, aber im Moment die wirklich wichtigen Zauber wie Feuerpall oder Pyroblast habe ich nicht. Und ja, ich nehme den panischen Godo. Top 5. Schweigen. Schweigen ist nicht schlecht, aber ich nehme den Dschungelpanther. Schildmeister von Genji. So, friert alle Gegner ein. Magier von Dalaran. Ganz ehrlich, das ist mir der Magier am liebsten. Auch wenn er schlecht ist, prinzipiell. Noch einen Berserker. Ich habe schon zu viele Mana-Würms und so viele Zauber habe ich dann auch nicht. Nehme ich den Ritter. Da nehme ich nochmal einen Ritter. Hier nehme ich Spott. Oder? Ich habe noch vier Karten. Ich habe noch keinen Spott. Das ist das Problem. Noch eine Verwandlung. Why not? Lepragnome ist jetzt nicht so. Boah, das wird ein teures Deck. Blizzard. Ah, ich würde gern Blizzard nehmen, aber. Hier meine. Andererseits, hier bei Sechsen habe ich auch nichts. Und ich habe viele Einsen, also sonst habe ich ja nie Einsen. Was habe ich denn eigentlich? Ja. Ich glaube, ich kann mir den Blizzard leisten. Okay. Das ist das Deck. Viele Zauber. Oder ja, einige Zauber, aber gute Zauber. Das ist klar. Okay, probieren wir mal, wie weit ich damit kommen kann. Ist ein bisschen teuer, die Kurve. Also die Kurve geht eigentlich in die falsche Richtung, aber gut, sie endet schon bei 5, sagen wir es so. 6 und 7 habe ich eigentlich nahezu keine. Daher Midgame ist ganz gut. Jaina gegen Gul'dan. Eure Gul'dan. Seele wird mir gehören. Ihr habt es so Abwarten. gewollt. Ich bin zuerst dran. Das ist blöd. Ich mag die Münze. Oh, das ist gut. Mit Münze wäre es natürlich noch besser. Aber ich kann damit leben. Burakias. Ich habe leider immer Verwandlung, aber der kommt zu spät. Ja, eine 1-3, die sich immer ver. Der hat nichts. Das ist gut. Ja.
Okay. Ping. Tod. Angriff. Dann sparen wir uns doch das. Muss ich doch nicht viel ausgeben, um das loszuwerden. Okay, der stirbt. Kann ich wohl nichts machen, dass er stirbt. Okay, meiner ist weg. Muss das sein? Der Blutwichtel. Nehmt das! Das ist jetzt nicht so prickelnd. Ein Schaf wäre schon nahezu Verschwendung. Knappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr. Bereit, mein Herr. Den Tiger gegen den tauschen, das wäre auch Verschwendung. Ich warte auf nächste Runde, da gibt's einen Blizzard. Okay, er münzt. Was kommt? Ich bin ein Morgenmuffel. Habe ich nichts dagegen. Dann willkommen in der Hölle. Wenn ihr darauf besteht. Okay, der ist jetzt eingefroren und er kann nächsten Zug von mir weggepinkt werden. Mögen meine Vorfahren über mich wachen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja gut, er ist perfektes Ziel für den Tiger. Mehr nicht. Dann ping ich dich weg. Und tötet dich. Sehr schön. Bisher immer eine Antwort parat gehabt. Gute Karten, beide. Auch eine gute Karte. Ich überlege. Den Erntegolem kriege ich los, wenn ich ihn verwandle. Dann macht er mir auch keine großen Probleme mehr. Frostblitz auf den. So, bin ich alles losgeworden. Auch wenn es vielleicht ein bisschen Verschwendung sein könnte gegen den Erntegolem. Ah, ein Kodo. Auch noch den richtigen erwischt. Das ist natürlich ungünstig. Das Dingo! Ja! Ich könnte den machen und einen Ping. Oder, na, dich. Für Ehre. Jetzt hätte ich gerne einen Pyroblast auf der Hand. Knappe, mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Oder ein Flame Break. Wo ist er? Wenn man ihn jetzt braucht. Das ist er nicht. Okay. Für Ehre. Silbermond wird nicht fallen. Ein Meister der Magie.
Ich bin ein Meister der Magie. Blöd ist jetzt, dass ich nichts mehr habe. Absolut nichts mehr. Und er hat 3 Handkarten. Das ist nicht gut. Ich habe jetzt nicht die umwerfenden Karten jetzt auf dem Fell. Ja, den kriege ich noch los. Die wird schon ein bisschen kniffliger. Ein Schattenblitz auf eine Schildkröte. Gut. Du hilfst mir nicht viel weiter. Für den Kreuzzug! Erinnert euch an Kel'Thalas! Es bleibt nur ein Häufchen Asche! Es bleibt nur ein Häufchen Asche! Der hat jetzt mit Lifetap ein bisschen... Okay, ich habe noch 30 Leben, das ist auch was. Pandaria wird uns gehören! Oh. Karten sind noch 16. Ah, die 4-1 kann ich jetzt wegpingen. Der Moorkrabbler, der ist gut. Es bleibt nur ein Häufchen Asche! Du guter Moorkrabbler. Das ist so grausam. Wir sind im Top-Deck-Modus und der hat die eindeutig bessere Fähigkeit in dem Moment. Auch wenn sie gefährlich ist. Jetzt ein Pyroblast. Ach, aber ich habe keinen einzigen. Das weiß er aber nicht. Also spielt er riskant. Ja, jetzt. Na Mann, die Berserker, der bringt mir jetzt gar nichts. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Es bleibt nur ein Häufchen Asche. Es kommt uns an oder stirbt. So, dann bin ich mal gespannt, was er jetzt spielt. Habe ich überhaupt noch einen Frostblitz oder so? Irgendwas, was direkt Damage macht? Ich glaube leider nicht. Okay, das war jetzt nice. Wenn er jetzt nichts hat... Leider hat er was. Mist. Mist, Mist, Mist. Das war's. Das war's. Bringt mir Stahl. Pandaria wird uns gehören. Boah, der schon wieder. Das hat er klug gemacht. Azur Drake. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was der Random hier bringt. Das hat doch was. Da kann ich aufräumen. Wen soll ich töten?
Muss ich mal losbekommen. So, er kann die 5-1 jetzt reinschleudern. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Wäre wahrscheinlich auch das Klügste, was er machen kann. Das ist natürlich doof. Das Geheimnis brauche ich nicht. Das war ein schlechtes Top-Deck. Nein! Wo ist der Flame Break? Warum habe ich keinen zweiten gezogen? Ich hätte Eisblock nehmen sollen. In dem Fall wäre jetzt Eisblock besser. Oh Gott. Naja. Aber was für ein Top-Deck wieder. Ich werde hier aufgerieben von kleinen Kreaturen, weil ich einfach nichts ziehe. Oh, er tradet. Das finde ich nice. Immerhin. Aber das hilft mir nicht viel, das Schaf. Oh, habe ich nur einen Feuerball? Ah, nee, das einzige Mal, als mir Feuerball angeboten wurde, habe ich den Flamestrike dafür genommen. Oh, 4 Schaden. Habe ich irgendwas mit Ansturm? Jawohl! Wie auf... Das war perfekt. Habe ich irgendwas mit Ansturm? Wusch, Agent und Commander. Das nenne ich mal Dussel haben. Ich glaube, das ist sogar die einzige Karte, die ich mit Ansturm habe. Ja, okay. Dafür, dass der Flamestrike mich die ganze Zeit betrogen hat und nicht kam, war das ein guter Ausgleich. Nettes Duell gleich zum Anfang. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.